So, hi zusammen. Ich war jetzt am Überlegen, ob ich das Video verschiebe. Aber Gott, jetzt pauchen meine Ohren wie Sau. Ich bin total am Arsch. Sagen wir es mal so, ich bin total erkältet. Boah. Jetzt drücken meine Ohren wie Sau. Steck dich nicht an hier, ne? Ja, komm, heute ist ja Freitag, Fragen-Antworten-Video. Ich will das so schnell wie möglich durchziehen, weil mir geht's echt richtig scheiße. Deswegen wundert euch nicht, wenn die nächsten Tage jetzt erstmal nichts kommt, weil mit so einer Erkältung oder so aufzunehmen ist echt für den Arsch. Mann, meine Ohren drücken wie Sau gerade. Ah, okay, kommen wir zu den Neuzugängen und zwar Matarze 100, Bubble Hunter 235, Logik. Energy, AD Diablo 89, Doom 98. Na, was möchtest du? Ja, tröste mich mal. Moment. The Dark Phoenix LP. Keep P. Ompelli. Oh Mann. Stratosphäre. Oder Stratosphäre? Stratosphäre, glaube ich, ne? Okay. Drecksuran 95. Gut. Kommen wir auch zu den ersten Fragen und die kommt von Kloppe45. Ich wollte mal fragen, auf welchem deutschen Server du jetzt spielen wirst und wenn ihr jetzt das gleiche Event wie wir haben, wie findest du es? Ich spiele zurzeit noch auf Mercury. Ich und Juicer gehen rüber auf Venus, wenn wir da das Let's Play Together machen. Und das Event, ja, teils ist es gut, aber teils ist es sehr nervig. Weil das Spiel total tot ist, weil alle nur noch am Hunten sind. Nation War ist tot, also Dungeon-mäßig ist bei uns die Gilde auch zur Zeit tot. Normalerweise rennen wir ja auch MO und so, aber da kommt gar nichts mehr zustande. Da alle nur noch am Hunten sind wegen den Safeguards. Andere Tyrannen total durch, weil sie einmal gehittet werden von jemandem, den man kennt, und dann liefen sie der Gilde. Ach, läuft alles drunter und drüber. Und ansonsten ist das Event eigentlich ganz geil mit den Safeguards. Ihr auf dem deutschen Server habt es wahrscheinlich nicht so krass wie wir hier. Also da kommen schon mal so 6 bis 10 Mann auf einen Mob drauf los und dann wird der geprügelt ohne Ende, wenn da Procs und Cups sind, um halt die Safeguard zu kriegen. Kack's jetzt nicht los, ne? Danke. Gut, als nächstes Blade Gamer. Hey Xavi, kannst du bitte mal sagen, wo sich das Event Mob in LS, MF, PF und PIF befindet? Danke dir und hau rein. Lakeside, das ist Lakeside 1, der erste Bereich und zwar bei dem Friedhof. Ich hoffe, du weißt wo ungefähr, weil ich kann es dir so nicht zeigen jetzt, aber ich hoffe, du weißt ungefähr wo. Im Mutant Forest ist das der Weg von, wenn man von den Procs Richtung. Wie erkläre ich das da? Ich hoffe, du weißt, wo der No Nation Warp ist. Der ist genau dort. Da geht man halt ein Stück raus, dann links hoch Richtung Proc-Seite, also Richtung Proc-Eingang hoch und dort ist der Boss. In Pontos ist er oben in der Mitte auf den Ring. In PI befindet er sich genau in der Mitte, wo die Hellhounds und die Succubus und so sind. Als nächstes PCQ3, Sirs Max, wollte mal fragen, wie viel du für deine Craft Card RW3 auf Amp bezahlt hast und wie viel ein Crit Damage Craft Card wert ist. Bin mir da nicht so sicher, deshalb frage ich lieber. Wenn du auf dem DI-Server spielst, habe ich keine Ahnung, da kann ich dir echt nicht helfen. Aber ansonsten RW3 auf Amp habe ich damals, ich glaube, 3 oder 2B bezahlt, wenn ich mich nicht irre. Und Crit Damage würde wahrscheinlich noch beliebter sein wegen der BM3, weil die halt sehr auf Crit Damage ausgelegt ist. Aber kann ich nicht sagen. Ich würde auch sagen, 3 bis 2B würdest du dafür kriegen. Am besten bei solchen Sachen eigentlich nicht mich fragen, einfach rumschauten und gucken, was die Leute halt bieten für das Teil. Das wäre meine Meinung. Poste ein paar Megaphones und dann guckst du nach, wer dir da am meisten geben würde. Okay, als nächstes German Revolution. Hi, ich wollte mal fragen, ob du dein jetziges Equip mit deinem FB zeigen könntest. Habe ich bei dem 800 Abonnenten-Special? 800 Dranoe. Hey Xami, der Boss. Essens, wollte mal fragen, ob du schon mal von einer Gilde gekickt wurdest wegen irgendwas.
Oh, lange her, mit Sicherheit mal, wegen Inaktivität wahrscheinlich. Ansonsten eigentlich nicht. Meistens bin ich selber dann gegangen, wenn mir die Leute nicht gepasst haben. Aber gekickt so eigentlich doch gar nicht. Nee. Zweitens, nervt dich die Werbung auf YouTube auch immer so wie mich? Naja, ich habe mich da so dran gewöhnt schon seit Jahren. Nicht nur, weil ich das jetzt habe, ich gucke meine eigenen Videos eigentlich nicht und klicke drauf. Aber ich kenne das halt, wenn ich jetzt zum Beispiel Alberto gucke oder mal YTT gucke oder irgendwelche anderen, da kommen ja auch immer Werbung. Und die meisten Werbung kann man sowieso nach 5 Sekunden wegdrücken, deswegen. Also ich habe mich daran gewöhnt. Nichts Schlimmes. Also so schlimm nervt es mich nicht. Beats for you. Hey Xami, ich würde gerne wissen, was für Besonderheiten ein KR hat. Ein Krieger. Tja, da ich Krieger sehr spezialisiert bin, weiß ich das auch hundertprozentig. Ich weiß es sehr, ehrlich gesagt, wenig. Die Besonderheiten am Krieger sind halt, dass sie ordentlich Damage raushauen. Langsam dafür aber sind. Ja, außer BM3, da ist jeder gleich schnell. Ansonsten kann ich nicht sagen. Panic Cry, Fury, also für Party Dungeon-mäßig, um Damage rauszuhauen, ist der richtig cool. Wegen Panic Cry und Fury. Was hat er sonst noch für Besonderheiten? Ja, alle seine Skills haben, glaube ich, down, wenn ich mich nicht irre. So, jetzt bin ich auf dem rechten Ohr schon taub. Ich höre da gerade gar nichts mehr. Ich lege nachher so kaputt auf dem Bett, das glaubt ihr. So, ansonsten weiß ich es nicht. Sorry, dass ich aus der Gilde gegangen bin, musste meinen Char löschen, weil ich die erste Aufstieg verskillt habe. Ich entschuldige mich. Man kann keinen Aufstieg verskillen. Ach so, du hast ziemlich viel auf Int getan. Ja gut. Ja gut, wenn es nur Level 10 ist, ist es ja nicht so schlimm. Ja, ist dein Ding, musst du wissen. Multicheater 01, hey Max, ich sehe Leute in Kaval, die tanzen mit ihrem Schwert in der Hand. Weißt du, wie man das macht? Ja, indem man nicht in der Stadt steht. Wenn du außerhalb stehst, geht das auch. Kann ich auch locker machen. Und ab und zu, wenn es in der Stadt manchmal ist, ist es meistens ein Anzeigefehler. Also nichts Besonderes. Außerhalb der Stadt geht das. Mr. Hundi 12, hey Xami, ich wollte fragen, ob du ein KS aus deiner Gilde mit paar Tipps geben kann für ein 150er plus KS. Ja, so eine, ja, Tipps sicherlich, aber ich krieg den jetzt so nicht ins Video rein. Ha. Da haben wir mehrere Warriors. Am besten wäre, glaube ich, ja, Henne ist der größte bei uns. Der ist 183, wenn ich mich nicht irre. Jetzt fange ich schon an zu weinen. Das ist ja übel, ey. Gott. Mein Gesicht ist total am Arsch. Ja, haben, schauen. Aber wie ich das am besten mache, weiß ich nicht. Okay, als nächstes Crisis. Hey, Xami, würde gerne wissen, was bei euch Max-Crit-Rollen für Hochkosten und was Todes plus Zeuringe kosten. Danke. Hoch. Hi, also. Versucht bisschen. Weil Todes ist, glaube ich, Crit Damage, wenn ich mich nicht irre. Versucht ein bisschen immer die englische Version, wenn ihr mich fragt. Das wäre immer einfacher für mich. Ich bin gerade am überlegen, Crit Rate oder Max Crit Rate. Ich denke immer Max Crit Rate Rolle. Kann ich nicht sagen, da ich keine bis jetzt gesehen habe und ich auch nicht so dahinterher bin, aber ich denke mal. War bei 1 bis 2W, könnte ich mir gut vorstellen. Und Ring des Todes, also Crit Ring plus 2, kosten zurzeit 250 Mille bei uns. Sind sauer nach oben gegangen. Na, ärger dich eine Fliege. Böse Fliege, los, fass. So, cool, dann wirst du mal ein persönlicher Fliegenfänger. Dann bist du endlich was zu gebrauchen. So, Imalosi. Hi Xami, erstens, was verlangst du für einen Ringcraft für Gildenexterne? Dann nehme ich 5 Mille pro Craft, egal ob da ein 10er rauskommt oder ein 8er. Jeder Craft kostet 5 Mille und wenn 10er rauskommt,
müsst ihr nichts extra zahlen. Zweitens, was hältst du von den Bringer im TG 169 abwärts? Von den Bringern im TG 169er? Ich vermute mal, du spielst auf Jupiter. Ich kenne nur einen Bringer. Das ist, glaube ich, Stage 9 von der Gilde Exclusive. Den anderen kenne ich gar nicht. Also Stage habe ich kein... Ich kenne ihn kaum. Ich habe ihn... Ja, wir hatten heute kurz mal geschnackt, weil er fragte halt wegen Ringe, was besser wäre. Da hatten wir uns kurz unterhalten. Ansonsten kenne ich ihn nicht. Den auf der Proc-Seite weiß ich gar nicht, wer das ist. Dann die anderen Bringer, keine Ahnung. Also noch weiter runter die Bringer, zum Beispiel der Saint Archer, also von denen halte ich gar nichts, weil das kein Spielen für mich ist, also kein Kabalzocken. Das ist nur Bringer-Farm, um sich toll zu fühlen, weil der ist schon seit Monaten Bringer und immer noch auf dem gleichen TG. Ich glaube, das ist der 110er TG. Und seit Monaten wird man schon locker 140 sein. Ansonsten kenne ich die anderen nicht. Ich kenne so gut wie keinen von denen, weil mich die auch nicht, ehrlich gesagt, interessieren. Also Bringer ist, finde ich, für mich nichts Tolles. Es zeigt nur, er ist gut im TG, er haut gut Punkte raus, mehr nicht. Okay, drittens, würdest du für Kabal eine monatliche Gebühr zahlen zum Premium dazu oder dann lieber aufhören? Ich tue es ja. Ich habe ja eigentlich so gut wie dauerhaft Premium, also ich bezahle auch Kabal. Ich kann es natürlich auch lassen, aber ich habe halt gerne Premium, ich bin halt aktiv am Spielen auch, also für mich lohnt es sich auch und ist ja jeden sein Ding, also ich bezahle eigentlich, also ja gut, ich hole mir immer das 3 Monate Premium, also für 3 Monate durch, das glaube ich kostet 26 Euro. Als nächstes, Chief General Kabal. Hexer, was hat das eigentlich auf sich mit den Chaosbox für Epaulettes? Kann da bloß plus 7, plus 8 herauskommen oder auch gar nichts? Dort kommen nur plus 7 oder plus 8 heraus. Unterschiedliche Zeiten, entweder 7 Tage, 30 Tage oder mit ganz, ganz viel Glück, aber bis jetzt noch nie einen erwischt. Also ich nicht, also von irgendjemand anders gehört, dass da jemand mal ein Permanentes draus hat. Steht aber dabei, dass es angeblich passieren soll. Aber ich würde es eigentlich nicht tun, weil das ist echt eurospielig. Also das würde ich echt nicht tun. Der Vogel nervt dich, der Vogel sage ich schon. Die Fliege ärgert dich, oder? Ja, der kann auch. Kannst du mit dem spielen gehen? Hm? Sagst du nichts zu, ne? Okay, jetzt habe ich gerade die Reihe. Da. Woklex. Hey, Xavier, wollte mal fragen, wenn du MA BM3 Garten hast, könntest du den jetzt gut gebrauchen, da ich in meinen MA gerade Level 130 geworden bin? Ja, bis jetzt habe ich Dings, oder eher gesagt, mich noch nicht wirklich weiter drum gekümmert, aber. Ich muss Dings nochmal anhauen. Ich habe jetzt einen Wizard von der Gilde von mir bekommen. Und ich habe ja auch noch... Eigentlich wollte ja der eine Wizard, dass ich das dann mit dem mache. Er war auch als erstes da. Der von Iowind Skulls. Ich muss mal gucken, ob ich den nochmal reich kriege. Weil dann mache ich es eher mit dem. Weil sonst wäre es Schweinerei. Er hat mir auch extra schon mal die Daten geschickt. Und dann nehme ich doch nicht seinen Wizard. Und das wäre ein bisschen frech. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich den nochmal reich kriege. Ich denke mal, ich hau hier Gundi dafür an. Weil der hat ja noch guten Kontakt mit denen oder ist halt öfters bei denen drüben im TS. Muss ich mal gucken. Aber wenn genau, keine Ahnung. Ich verpenne das jedes Mal wieder. Tut mir echt leid. Ich versuche so schnell wie möglich. Aber erstmal. Na, gesund werden. Okay, als nächstes. Beats for you. Ja, genau. Hey, Xavi, wollte gerne wissen, was für Besonderheiten der Blader hat. Die einzigste, die ich wüsste, er hat die beste BM2. Ja, für mich ist der Blader hat für mich die beste BM2. Ansonsten, seine anderen Eigenschaften ist, er hat Raid und Crit Damage auf seinen eigenen Skills. Was hat er noch? Keine Ahnung. Eine gute, sehr gute Eigenschaft, was er hat. Er hat sehr, sehr wenige Skill-Slots. Naja, gut ist sie nicht, sie ist sehr negativ. Ansonsten weiß ich nicht. Hexer, wollte gerne wissen, was für Besonderheiten ein Force Archer hat.
Das hat ein Force Archer mehr. Ja, Range hat er wie Sau. Er ist ein Healer. Ja, Shoutbuffs ist klar, haben viele Chars. Sein Shoutbuff ist halt Art of Sniping. Man kann sich nicht von der Stelle bewegen, aber hat, glaube ich, 45 Raid und 100 Crit Damage. Falls es falsch ist, bitte korrigieren. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Was hat er noch für Besonderheiten? Sind im TG sehr feige. Ja, das war es eigentlich soweit. Ansonsten weiß ich es nicht, weil ich halt nicht so speziell den FA halt hochgespielt habe für große Dungeon mäßig oder so. Na, Gleichgewichtsstörung? Okay. Als nächstes, Ultra DC Fan. Wolltest du diese Woche nicht mit wie viel Alts machst du in der Woche starten? Wollte ich ja, aber wegen dem Event nein, weil ich selber zurzeit an zu nichts komme. Ich hunte die auch selber wie Sau. Also nicht doll, aber ich hunte sie auch. Und da wird halt nicht viel rumkommen. Also deswegen wollte ich erstmal lieber abwarten nach dem Event, bis sich all das alles wieder beruhigt hat da. Ich finde, dieses Event hat echt irgendwie Chaos ausgerichtet, meiner Meinung nach. Vor allem, Chat ist total laggy, also das ganze Chat-System, die Gilde, also Gilde, Buddy-Liste ist total am lecken, die Mail-Liste. Zum Beispiel, wenn wir in der Gilde was schreiben, das haben wir heute getestet, ich habe halt irgendein Item gelinkt, das kam eine Minute später erst an, das ist total schlimm. Okay. Als nächstes, Alkas, Xavier, machst du auch ein Video, wie du in 9DX levelst? Nö, warum denn? Ich mach da nichts Besonderes, ich renne da einfach nur durch. Man muss fast so gut wie alle Mobs sowieso da drinnen killen und so level ich. Ansonsten mach ich nicht, ich renne die Dungeon einfach nur durch. Ansonsten großartig zu zeigen, wie man levelt, ist da nicht. Man muss nämlich fast alles killen. Freestyle Blader, hey Xavi, wie viel Real-Life-Money verdienst du mit YouTube? Noch nix, weil das halt noch Testphase ist halt, wie viel Klicks und bla bla bla. Eine zweite Sache, kann ich darüber auch nichts zu sagen, zumindest ist das gesetzlich oder wie nennt man das, vertraglich, ja, so geregelt, deswegen kann ich dazu leider auch keine Auskunft geben. Aber es kommt ja auch halt immer wieder drauf an, wie viele Leute klicken drauf. Wie viele Leute schauen sie es an, bla bla bla. Wie gesagt, ich kann das genaue Ergebnis so oder so nicht sagen, wenn ich irgendwas wüsste. Okay, das war's eigentlich. Gut, das waren alle Fragen. Speichern, so. Ich verabschiede mich, ich hau mich gleich unter die heiße Dusche, mir ist total kalt auch. Und dann gehe ich, glaube ich, ins Bett, ich krieg gar nichts mehr gestartet heute. Auf jeden Fall. Ist immer noch so komisch halb taub. Ich höre halb wieder was. Also ich hoffe nicht auf eine Mittelohrentzündung. Habe ich keine Lust zu. Okay. Ich verabschiede mich und wir sehen uns am nächste Woche Freitag. Also tschüss.